Hallöchen, Prepper-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mr. Prepper. Ich hoffe, ihr seid bereit, dass wir Nägel mit Köpfen machen. Also ich hoffe vor allem, die werten Händler sind bereit. Chatsons. Ah, Chatsons, ich hasse euch. Was seid ihr für Penner? Was seid ihr für Unmenschen, ihr Chatsons? Ihr verdammten Unmenschen. Ich hasse euch. Ihr könnt mir gestohlen bleiben. Ich fahre in die Wüste. Alter, das kotzt mich jetzt echt an. Alter Schwede, kotzt mich das an, dass die schon wieder keine elektronischen Bauteile da haben. Chatsons. Und mein kaputtes Zeug ist weg, leider. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ah, diese Chatsons, oder? Man muss sie hassen. Hashtag hasst Chatsons in die Kommentare, Leute. Wir hassen ab heute die Chatsons. Ich mochte die noch nie. Die waren mir schon immer unsympathisch. Mit ihrem komischen Raumschiff und dem komischen Alien-Zeugs da. Ach, hör mir auf. Die Chatsons. Die mochte ich noch nie. Das war immer schon ein billiger Abklatsch von den Flintstones. Familie Feuerstein ist besser. Ja, kacke. Kacke ist. Was ist das? Kacke ist das. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Jetzt habe ich mich mal kurz ausgekotzt. Der Speikübel ist voll. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob die heute Gurken kauft, ne? Macht nichts. Schauen wir dann gleich noch. Ich würde sagen, wir gehen in die Mine. Wir gehen in die Mine. Ja, wir gehen in die Mine. Wir farmen Level 4 durch und dann gehen wir in Level 5. Wir farmen Level 4 durch und dann gehen wir Level 5. Und hoffen auf gute Steine. Entweder Steine, die Geld bringen. Ich glaube, die müssten ja respawnen, oder? Ich hoffe, dass das jetzt kein Trugschluss ist. Hier brauche ich gar nichts. Runter. Ich hoffe, dass das kein Trugschluss ist mit den Steinen, aber ich dachte, die würden respawnen. Ja, tun sie. Tun sie. Hier haben wir einen. Jawohl, einmal Öl. Problem ist, ich weiß immer nicht, wo die Steine sind. Und ich will jetzt auch nicht... Hier ist ja alles so verzweigt schon, ne? Das ist das Problem. Und wir können leider hier auch kein Licht anmachen. Das wäre mal ein Feature, was cool wäre. Nochmal die Möglichkeit anzubieten, Licht anzumachen. Okay, zurück. Wir haben immerhin 4 Öl. Das ist ja schon mal was wert. So, Level 5. Ich hatte irgendwie nämlich so das Gefühl, dass in Level 4 auf jeden Fall... Ich glaube, hier können wir nichts freispringen, ehrlich gesagt. Ich hatte so das Gefühl, dass in Level 4... auf jeden Fall Öl droppt. Und... dann ist es Zufall. Zumindest war das so mein Eindruck. Und der bestätigt sich auch gerade wieder hier in Level 5. Aber Geld ist auch okay. Wir nehmen auch Geld. Okay, den brauchen wir gar nicht. Gut, dann gehen wir in die super gefährliche Hyperzone rein. Auf die Ebene Fragezeichen. Und versuchen da nochmal unser Glück. Ich glaube, da kann einfach alles droppen. Was cool ist, wir haben jetzt einen Amethysten, der bringt uns ein bisschen Geld. Wir haben 3 Gold, das bringt uns ein bisschen Kohle.
Das ist cool. Und hier haben wir jetzt auch mal Öl wieder bekommen. 5 Öl haben wir jetzt. So. Geh weg. Wunderschöne Felsen. Zum Schmelzen. Ich meine, wir brauchen das Zeug. Wir bereiten jetzt einfach halt ein bisschen vor. Für das, was kommen mag. Ist hier überhaupt irgendwas? Warte mal. Scheiße. Nee, hier ist nichts mehr. Geh mal zurück. Runter. Hier ist ein Steinchen. Den nehmen wir mit. Jawohl. Ein bisschen Stein muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So, wieder ein bisschen was von allem. Aber ihr seht schon, ne, das ist hier zufällig. Und beim... Auf Level 4 war alles... War bei jedem was dabei. Da war für alle Kinder was. So, weiter. Wenn jetzt die Bossviecher kommen, dann wissen wir, was zu tun ist. Könnten kommen. Ja, sie kommen auch. Boom. Da setzen wir einfach die Granaten ein. So, und dann kommt die Waffe. Oh, das ist aber schlecht, wenn du so viel verbrauchst, Preppy. Runter. Oh, Alter. Jetzt hängen die halt da oben rum, ne? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Stirb. 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 Ich wollte schon immer mal diese Kiste looten. Oh ja. Das lohnt sich tatsächlich sogar, die zu looten. Problem ist, wir können nicht alles mitnehmen. Wie viel wiegt das? 12 und 8. So, wenn wir das Rattenfleisch rauswerfen. Oder essen. Ah, shit. Ja, stimmt. Da war was. Da war was. Das sollte man nicht pur essen. Dann kriegt man nämlich Durchfall. Woher habe ich denn das Holz eigentlich? Habe ich das mitgenommen? Scheiße. Wir hätten alles mitnehmen können, ne? Ah, nein. Okay, gut. Wir fahren hoch. Wir kommen nicht mehr weiter. Wir sind voll. Wir sind voll. Da haben wir einen Fehler gemacht, meine Lieben. Da haben wir einen Fehler gemacht. Keinen schlimmen, aber wir haben einen Fehler gemacht. Keinen schlimmen, weil wir einen Haufen Zeug mitgenommen haben. Den wir sehr gut verkaufen können, beziehungsweise verarbeiten. So. Lieber Joe. Ah ne, nicht lieber Joe. Lieber Joe nicht. Lieber Joe überhaupt nicht. So, aber hier 50. 80 Dollar gemacht. Sehr nice. Sehr nice. Munition gecatcht. Ist auch sehr nice. Und ein Gold haben wir noch übrig.
Und wir haben 6 Öl. Strom ist immer noch weg, ne? Das heißt, wir können es leider gerade nicht verarbeiten, das Öl. Nee, du sollst nicht runter. Wir können es leider gerade nicht verarbeiten, aber... Ich würde sagen, das ist schon in Ordnung. So wie es ist, ist es gut. So, schauen wir mal. Hier passt alles. Können wir noch ernten. Und ich glaube, da können wir nämlich auch noch ein bisschen Guarana verkaufen. Bei der guten Jenny, oder? Nein, danke. Boah, Jenny, ich hasse dich jetzt auch. Aber die Gurken können wir noch verkaufen. Jenny! Nimm meine große Gurke. Zwinker. So. Kaufe ich nochmal Treibstoff. Ich kaufe jetzt nochmal Treibstoff für 45 ein. Piep, piep, piep. So, Gewinn gemacht. Fett Gewinn gemacht heute. Wie schaut's aus? Hier gehen wir noch schnell aufladen. Zack. Zack. Und dann hoffe ich, dass morgen wieder Strom da ist. Eisenstein können wir noch schmelzen. Müsste sogar noch reichen. Hopsa. Aber wir haben gar keinen normalen Stein gemacht, ne? Ist auch interessant. Naja. Gut. So oder so, das lagern wir jetzt alles ein. Warte mal. Runter, runter, runter. So, öffnen. Zack, zack, zack. Wunderbar. Schlafen. Fulminanter Tag. Chatzens, ihr Schweine. Liebe Chatzens, ihr miesen Schweine. Verkauft mir jetzt endlich irgendwas Elektronisches, bitte. Bitte. Ja, 2 Telefone. Hurra. Ich hasse euch trotzdem noch, liebe Chatzens. Aber nicht mehr ganz so doll. Ich gebe euch trotzdem weiterhin ungern mein Geld. So. Zeit fürs Frühstück. Heute gibt es, ja, was gibt's denn heute? Was gibt es heute zu futtern? Wir haben hier noch lecker Schlange. Und hier mal ein bisschen gebratene Ratte. Die können wir uns auf jeden Fall gönnen. Und die... Der Strom ist wieder an. Das ist cool. Das heißt... Wir können... Oh, wir können hier sogar noch was abholen. Und wir können aufladen. 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 Okay, er hat alles drin. Feini fein. So, hier braucht er unten ein bisschen Holz. So. Ha, wunderbar. Oh, falsch. Hier will das rein, das Zeug. Hi. So. Jenny, altes Haus, du nimmst heute auch wieder, oder? Ja. Jenny will. 22. Jenny will 22. Das ist eine neue Sexseite. Jenny will 22.de. So. Das braten wir. Und dann zerlegen wir 2-mal Telefon. Und leveln unsere Werkbank auf Stufe 4. Yes! Yes! Ich kann nicht mehr so lange... Machine, meine Arme tun langsam weh vom Hochstrecken, weil ich mich so freue. Woo! Party, Leute. Ein Disco-Schalter, den wollte ich schon immer mal haben. Und ein Dampfgenerator.
Nee, stopp. Ein normaler Generator verschlingt Kraftstoff. Betanker. Oh, das ist nice. Oh, da müssen wir echt sparen dafür, ne? Heidewitzka, das wird teuer, Leute. Schauen wir mal, was können wir noch so bauen? Ein Bewässerungsgerät. Nice. Waterloo 1815. Oh, ein Wassersammler. Boah, wir brauchen jetzt noch viel, viel mehr. Wir brauchen noch viel, viel mehr Electronics jetzt. Alter Schwede. Und was haben wir sonst noch? Jagdkleidung. Hm, im Wald benutzen, okay. Geil. Hey Jetsons, habt ihr noch ein Telefon? Ich mag die weiterhin nicht. Okay. Nicht. Hilfe. Nein, ich möchte kein Salz kaufen. Ich möchte Salz verkaufen. Für 9. So. Gut. Und dann fahren wir jetzt trotzdem noch in die Wüste. Wir sind diesmal frei von allen Items. Ah, ich muss noch die Axt schnell machen. Ah, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Schneller. So, da ist die Axt. Die ist nämlich schon wieder... Die ist schon wieder gut kaputt gegangen. Jawohl. Gut. Ja, jetzt nicht... wir müssen sie ja erstmal wieder herstellen, ne? Ah, das dauert so lange. Ich frage mich, ob sich eine Wüstentour noch lohnt. Ne, Leute, wir machen die Wüstentour in der nächsten Folge. Aber wir machen jetzt noch was anderes. Das tut uns auch nicht weh. Wenn wir kurz mal in den Wald schauen und ein bisschen Holz mitnehmen. Und zwar aus Level 3. Da kriegen wir nämlich auch ein bisschen Guarana wieder rein. Das ist auch nicht schlecht. Uns geht so langsam aber sicher das Essen aus wieder. Die letzten Touren waren doch ein bisschen... Naja. Die haben uns leider nicht ganz so viel gebracht. Das ist das Problem gewesen. Oh, ist schon wieder zu schwer. Ach, herrje. Naja, gut. 15 Holz, glaube ich, haben wir geholt. Das ist ja auch was. So. Auf jeden Fall Werkbankstufe 4, Leute. Wir haben es geschafft. Das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Wir haben diese verdammte Werkbank. Ist schon eingelagert, okay. Wir haben diese verdammte Werkbank aufgewertet. Auf Level 4. Gibt es da nochmal ein Level? Rein Interesse halber? Nee, das ist das letzte. Das ist jetzt das letzte Level gewesen. Wir haben die Werkbank jetzt voll durch. Das ist sehr nice. Das ist sehr gut. Das heißt, eine Baustelle weniger künftig. So, hier können wir noch abholen. Wunderbar. Und wie schaut es hier aus? Da können wir auch abholen. So. Gut. Ich glaube, morgen kriegen wir wieder Besuch. Das turnt mich wenig an.
Aber alles für den Präsidenten natürlich, ne? So. Wasser wandert rein. Rattenfleisch dürfen wir ja haben. Guarana dürfen wir auch haben, glaube ich, oder? Ja, offiziell glaube ich nicht, aber hat er da reingeschaut so wirklich? Ich glaube, der hat da nicht reingeschaut. Können wir das hier noch verkaufen, das verdorbene Essen? Natürlich kauft sie heute wieder kein verdorbenes Essen, die olle Suppe. Grr. So, okay, gut. Achso, falscher Behälter auch noch. Eieiei. Na gut. So, noch ein bisschen Sachen herumgeschoben. Das Gold können wir allerdings... Hoppla. Das Gold können wir noch verkaufen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Bringen uns nochmal 5. Wunderbar. Dann schauen wir nochmal hier kurz. Sonst gibt es heute nichts. Gut, wir gehen schlafen. Und damit ist diese Folge auch wieder beendet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video ein Like und schreibt mir einen lieben Kommentar. Vielen lieben Dank dafür. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.